Ja, ich bin Yves Müller. Ich arbeite in Berlin in der politischen Bildung, in einem Berliner Bezirk. Bin aber auch Historiker und arbeite nebenberuflich, also in verschiedenen Projekten. Bin unter anderem freiberuflich in der Gedenkstätte Köpenicker Blutwoche tätig und meine Schwerpunkte sind eben der frühe Nationalsozialismus bzw. Männlichkeiten und Gewalt in der SA. Sowie eben Männlichkeiten im Rechtsextremismus heute. Welches Erbe hat der Erste Weltkrieg, über den diese Tagung ja, geht, der heutigen Generation übertragen? Gerade so eine Gedenkstättenarbeit, worüber Sie ja eben gesprochen haben, ist das ja auch immer wieder ein Thema. Wie kann man eigentlich historische Inhalte an die nachfolgende Generation vermitteln, die davon nicht direkt betroffen wurden? Gibt es da irgendwelche Punkte, die besonders herausragen? Ich finde, dass eben gerade der Erste Weltkrieg erst eben mit diesem 100. Jahrestag letztlich zu einer besonderen Aufmerksamkeit eben kommt, weil eben gerade die Erfahrung des Nationalsozialismus in Deutschland eben die prägende ist und eben auch parallelisierend leider in der Bundesrepublik heute eben die Erfahrung der DDR-Geschichte eben über allem schwebt und dadurch der Erste Weltkrieg bisher zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Wie er jetzt Aufmerksamkeit bekommt, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Die Erinnerungskultur, denke ich, in der Bundesrepublik ist durchaus sehr vielschichtig und ausgeprägt und es gibt auch bundesweit, auch regionalgeschichtlich, sehr viele interessante Ausstellungen zum Ersten Weltkrieg und auch zu den Nachwirkungen. Aber der Erste Weltkrieg wird zu selten eben auch in eine Verbindung gebracht mit eben dem Zweiten Weltkrieg, der eben als eine Folgeerscheinung in gewisser Weise auch zu betrachten ist und wird stattdessen eben heute viel mehr in eben ein Geschichtsbild integriert, in dem Deutschland entsprechend wieder eine tragende Rolle ja, spielen soll. Welche konkreten oder welche Verbindungslinien sehen Sie denn zwischen dem Ersten Weltkrieg und der Entstehung beziehungsweise dann den Auswirkungen des Nationalsozialismus? Ja, dadurch, dass ich mich ja explizit eben mit dieser sogenannten Kampfphase des Nationalsozialismus, also mit den Weimarer Jahren befasse und mit dem Versuch eben die Schmach von Versailles, wie sie es selber nannten, und eben auch die Novemberrevolution wieder rückgängig zu machen und ein sogenanntes Drittes Reich eben mit Hilfe einer deutschen Revolution voranzubringen. Gibt es natürlich immer wieder, wenn man sich den NS anguckt, massive Schnittpunkte. Und es handelt sich letztlich in dieser Kampfphase um einen Krieg zwischen den Kriegen. Die Nazis machen die ganze Zeit keinen Hehl daraus, dass für sie der Krieg nicht beendet ist, dass sie weiterhin im Kampf stehen gegen äußere und innere Feinde, die sie eben ausgemacht haben im Bolschewismus, im Judentum und so weiter. Und dagegen kämpfen sie eben die ganze Zeit an. Sie sehen sich quasi als Nachfahren des Frontsoldaten dieses Ersten Weltkrieges und versuchen eben letztlich das, was dieser Frontsoldat, der im Feld geblieben ist, wie man so euphemistisch sagen kann, eben das Erbe dieses Frontsoldaten voranzutragen. Also würden Sie der These der zustimmen, dass eigentlich der Erste Weltkrieg oder zu einer eskalierenden Gewaltförmigkeit der politischen Prozesse und des Alltags vor der Entstehung des Nationalsozialismus geführt hat, zustimmen? Also sozusagen, dass es eine Brutalisierung in der Gesellschaft gab nach dem Ersten Weltkrieg durch die Ereignisse des Ersten Weltkriegs. Es gibt durchaus eben diese Kriegsjugendgeneration, die Generation derjenigen, die sich selbst als zu spät gekommen wahrgenommen haben, die
eben von diesem Mythos des Fronterlebnisses, von diesem Schützengrabensozialismus quasi gezehrt haben und diesen eben in diese kurzen Friedensjahre der Weimarer Republik entsprechend hinüberretten wollten. Und diese Jugendgeneration, die am Ersten Weltkrieg gar nicht teilgenommen hat und diesen eben aus nicht aus eigener Erfahrung oftmals kennt, sondern aus Erzählungen, die ist dann massiv auch anfällig, sicherlich für die Agitation, für die Propaganda nicht nur der Nationalsozialisten, sondern anderer rechter Verbände, beispielsweise auch der Stahlhelm, der ja auch eine Jugendorganisation, den Jungstahlhelm hat. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass es natürlich auch eine pazifistische Bewegung, eine Antikriegsbewegung gibt. Ernst Friedrich wäre ein Schlagwort, im Westen nichts Neues von Remarque wäre ein Schlagwort. Das heißt, das ist durchaus in den Weimarer Jahren auch ein Streit, ein Diskurs, der dort entsprechend ausgefochten wird. Und man muss halt in der Retrospektive leider sagen, dass eben diejenigen, die gegen diesen Mythos vom ehrbaren Krieg quasi angeschrieben haben, dass die dann letztlich das Nachsehen hatten und dann ja, sinnbildlich am 10. Mai 1933 mit der Bücherverbrennung dann auch quasi in Schutt und Asche gelegt wurden. Okay.